5 Niederlagen in Folge. Zudem verlor man beim Tabellennachbarn TB. Manuel Rost und die Germania brauchen unbedingt Zählbares. Und das soll heute gegen den Aufsteiger aus Greifswald gelingen. Der VfB schoss erst 6 Tore in dieser Saison. Die Hälfte aller Treffer im letzten Spiel gegen TB. Auch heute liegt der Fokus auf der Defensive. Wenig Torraumszenen in Durchgang 1. Nach gut einer halben Stunde dann Greifswald, Kapitän Bandowski. Und Sichos bereinigt diese Aktion. Viel mehr ging dann auch nicht offensiv. Die Gäste einen Tag vorher angereist, 4,5 Stunden Entfernung. Dennoch sind gut 20 Fans mit dabei. Mit 0:0 geht es in die Halbzeitpause. Der zweite Durchgang beginnt offensiver. Justin Eilers beim VfB weiterhin auf der Bank. Greifswald immer wieder über die rechte Seite. Jannis Fahr mit der Reingabe auf Benjamina. Beste Chance in diesem Spiel. 3 Saisontore hat er schon. Sofian Benjamina in der 52. Minute. Halberstadt stellt die schwächste Offensive der Liga. Kein Spieler konnte mehr als einmal treffen. Korsch auf Masson. Neu im Spiel. Und diese Rettungstat von Rudolf Sanin, die gefährlichste Aktion der Germania bis hierhin. Bandowski übernimmt die Standards für den verletzten Weiland. Und wieder ist es Benjamina. Starke Rettungstat von Sichos. Wieder völlig frei aus 5 Metern. Auch dieser Kopfball führt zu keinem Tor. Gut eine Stunde gespielt. Der VfB jetzt aktiver. Ole hoch mit dem Standard. Braun verlängert. Und das Nico Lübke. Riesenchance. Gut antizipiert von Jannis Fahr. Der Rostocker Junge mit seinem Startelfdebüt. Sehr gute Leistung des 22-Jährigen. Hitzige Schlussphase jetzt in diesem Spiel. Beim Wiedersehen von Danny König, Ex-Trainer der Germania. Heute mit Greifswald an der Seitenlinie. Und er sieht dieses Einsteigen von Masson. Die rote Karte, die einzig richtige Entscheidung. Masson geht mit gestrecktem Bein und offener Sohle gegen Jensen vor. Völlig übermotiviert dieses Einsteigen. Masson gerade mal 30 Minuten auf dem Feld. Halberstadt jetzt in den letzten 15 Minuten in Unterzahl. Und das gibt den Norddeutschen Auftrieb. Mittlerweile ist Maxim Kowal im Spiel für die Gäste. Der stürmte ja im letzten Jahr für die Germania aus Halberstadt. Und der wird hier bedient von Benjamina Kowal. Verpasst die Chance, hier in Führung zu gehen mit dem GFC. Eine Führung für die Gäste wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Wieder über die rechte Seite und wieder Benjamina. Sichos bärenstark hält hier den Punkt fest für die Germania. Wieder ist es Benjamina aus 5 Metern mit dem Kopfball. Schlusspunkt in diesem Spiel dann diese Szene zwischen Korsch und Bandowski. Korsch provoziert Bandowski und der schubst ihn weg. 2 Minuten zuvor sah Bandowski gelb. Innerhalb von 2 Minuten kassiert er gelb-rot und Greifswald verliert für das nächste Spiel seinen Kapitän. Ganz bitter für die Gäste. Und so erringt Halberstadt den 2. Punkt in dieser Saison. Beide Male zu Hause. Gegen Chemnitz und heute gegen den GFC. Vor allem aber dank einer ausbaufähigen Chancenverwertung des Aufsteigers. Nee, am Ende haben wir schon ein bisschen mehr vorgehabt. Wir wollten wirklich das Spiel auch gewinnen. Klar, wir wussten auch, dass Halberstadt ja mit allen verteidigt, was sie haben. Gerade weil die Tabellensituation da auch nicht ganz so gut ist. Aber am Ende lag es, glaube ich, auch an uns selbst, dass wir hier 2 Punkte haben liegen lassen. So, dass wir Kreisdorf auch ein bisschen analysiert haben und haben halt immer festgestellt, hinten raus haben sie dann doch eine gewisse Gemütlichkeit immer so an den Tag gelegt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir ihn genau in der Phase dann auch mit seinen Qualitäten für unser Spiel haben. Hätte ja auch fast geklappt. Ja. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir quasi als Geschlossenheit auftreten. Das sind wir. Und da ist der Verein gerade sehr intensiv dabei und auch die Jungs. Und es ist ein Riesenkompliment erstmal die Jungs. Wir wissen, dass wir heute einen Punkt gewinnen haben. Und das fühlt sich auch genau so an. Und jetzt werden wir einfach von Woche zu Woche blicken und Stück für Stück die Steine setzen, sodass wir am Ende des Tages, am 34. Spieltag, im besten Fall einen Platz haben, ja, wo wir dann immer noch in der Regionalliga Nordost vertreten sind.
12 Punkte aus 10 Spielen. Gute Bilanz für Kroos. Die Germania lebt noch. Nach 5 Niederlagen in Folge endlich ein Punktgewinn, der Hoffnung geben soll für die nächsten schweren Aufgaben gegen den BFC Babelsberg und Erfurt.